Paul Weber und ich mache deutschsprachige Gitarrenmusik. Ich glaube, meine Musik ist keine für den großen Hype, sondern es ist eher so zeitlos und dass es aktuelle Themen hat, aber die Musik an sich eigentlich zeitlos ist. Ich würde sagen, das ist Indie-Gitarrenmusik, wo auch Freunde des Pops sich wiederfinden können. Ich mag da die verschiedenen Facetten und mag auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Das Kratzen in der Lunge, ein Stechen in der Brust, fällt hinterm Horizont auf Null. Mit der Linie 12 bis Ebertplatz, das nennt uns, hätte ich niemals gedacht, gegen Melancholie, egal was geschieht, es ist schön, nur bitte Linie. Bob Dylan war für mich eigentlich so die Initialzündung, Musik zu machen. Durch ihn auch so habe ich das erstmal die Gitarre in die Hand genommen und habe irgendwie Blowing in the Wind gecovert und gemerkt, ich habe eine Stimme, ich kann singen. Vielleicht ist das ja was. Es lief halt sonntags morgens, wenn mein Papa Frühstück gemacht hat, dann ist man davon aufgewacht, weil irgendwie, ja, Bruce Springsteen lief auf einer Lautstärke, wo man froh war, dass wir nette Nachbarn haben. Und damit hat sich das dann so weiterentwickelt. Und deutschsprachige Musik war eigentlich gar nicht so Thema lange Zeit. Erst so mit den ersten Platten von Wir sind Helden und da habe ich das erst so für mich entdeckt. Und Clouseau, ja, so ist das gekommen. So im Pop-Indie-Bereich so Songs zu schreiben, wo man so mal den Finger erhebt und sagt, du machst alles falsch oder sonst was, finde ich es immer so schwierige Position und da steige ich dann gerne in die Ironie ein, um einfach so auch die Absurdität manchmal zu zeigen von Dingen. 120 Kilo, mein Kampfgewicht, deine Oberarme sind doch lächerlich. Ich hab alles bis es glänzt poliert. Schick dir ein Foto, wie ich vor meinem Benz posiert. Als Mann aufzuwachsen, und zu bemerken, was für Rollen man so gesteckt wird gesellschaftlich. Ich glaube, so das zu erkennen, was für eine toxische Männlichkeit auch so in unserer Gesellschaft unterwegs ist. Und ja, fand irgendwie das Thema spannend und dann ist dieser Song entstanden. Baby, schau mich an. Also ich glaube, meine Texte spiegeln eigentlich mich persönlich wider. Also was mir wichtig ist und was in meinem Leben passiert. Und da ist das Thema Liebe auf jeden Fall eins. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, bin ich schon auch ein politischer Mensch und mich interessiert die Krisen und die Themen unserer Zeit aktuell. Und das spiegelt sich dann auch in der Musik wieder. Der Rhein steht im Zimmer, der Wagen in der Küche. Nachbarn treiben im Garten, noch hier oben bin ich sicher. Sieht übel aus, doch es geht vorbei. Kamerateams schon von draußen rein, im Blitzlichtgewitter. Musik kann eine Haltung haben und MusikerInnen können damit, glaube ich, Debatten losstoßen oder einfach. Ich finde es wichtig, wenn man eine Haltung hat, sie auch in seiner Musik zu zeigen und nicht die Angst davor zu haben, dass man nicht eine Haltung zeigen kann, weil es möglicherweise auch Gegenwind gibt. Dass Leute sagen, was für ein Quatsch. Ne? Und es ist nicht. Ich bin Freund davon, nicht so seichte Musik zu machen, sondern irgendwie auch, auch Statements zu setzen. Ich brauch kein Licht, hier drin leuchten die Flammen. Kann nicht mehr. Atmen, kann nicht mehr, kann nicht mehr atmen. Kann nicht mehr atmen, kann nicht mehr atmen, kann nicht mehr atmen. Wir haben von all dem nichts gewusst. Wird am Ende jeder sagen. Sachen gepackt,
wir kommen schlafen. Mir macht total Spaß, so kleine Momente aufzufangen und daraus ja, irgendwie eine Geschichte zu schreiben. Und das finde ich spannend an der Stadt, weil das eigentlich so unerschöpflich ist. Die ganze Zeit ja, läuft das Leben so vor einem und man kann es irgendwie aufnehmen und in Musik verarbeiten. Ich glaube, ich mache einfach sehr gerne Musik. So, und natürlich ist auf der Bühne stehen ist schon toll, so. Wenn ich aber davon leben könnte und am Abend kommen 200 Leute, wäre das für mich auch völlig in Ordnung. Ich brauche nicht die 20.000er Lanxess Arena. Ich nehme sie natürlich gerne, wenn sie mal kämen. Aber ich glaube einfach Musik machen, Musik um sich rum haben, neue Musik entdecken. Ich finde, wenn man so eine Platte gemacht hat, habe ich manchmal so das Gefühl, weil, ja, es ist alles gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da noch erzählen soll. Und dann kommt aber wieder der Moment, dass einem wieder neue Sachen einfallen und, ja, und diese Geschichten erzählen auf der anderen Seite. Das macht einfach große Freude.